Hallo. Es stellt sich für mich die Frage, ob der Bundeskanzler, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, noch, wie sage ich es diplomatisch am besten, noch alle Latten am Zaun hat. Ich glaube, der Mann hat eine Wahrnehmungsverzerrung oder eine Wahrnehmungsstörung. Schaut euch mal diese Videos an. Das ist einfach unglaublich. Der kriegt anscheinend nicht wirklich mit, was um ihn herum passiert. Wir fangen mal an mit dem Cum-Ex-Skandal, wo er der Warburg Bank einige Millionen Steuerschulden erlassen hat. Guckt euch das mal an. Es ist ein heikler Termin für den Bundeskanzler. Es geht um rätselhafte Vorgänge und offene Fragen. Wieso wollte die Hamburger Finanzbehörde einer Bank so viele Steuermillionen erlassen? Welche Rolle spielten dabei mehrere Treffen zwischen Olaf Scholz, damals Hamburger Bürgermeister, und Warburg-Banker Christian Olearius? Und wie kann es sein, dass Scholz sich an den Inhalt dieser Gespräche überhaupt nicht erinnern kann? So, und jetzt schauen wir uns mal ein paar Videos an, wo er so hirnrissige Aussagen macht, wo man merkt, der Typ ist nicht ganz klar. Der ist völlig abgehoben. Der ist überhaupt nicht bürgernah. Der weiß gar nicht, was die Bürger hier durchmachen. Das ist einfach unfassbar. Ich bin echt geschockt. Schaut euch das mal an. Neulich kam jemand zu mir und sagte: Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Diese Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz vom vierten sogenannten Kanzlergespräch in Gifhorn am Sonntag sorgt in sozialen Medien für Aufsehen. Der Kanzler mache sich hier über die Sorgen und Nöte seiner Bürger lustig, so der Vorwurf vieler Kritiker. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Jemand, der so einen Unsinn redet, da muss man sich auch nicht wundern, wenn er nicht wirklich mitbekommt, was in Palästina los ist. Aber ich vermute eher, dass er sehr wohl weiß, was da los ist. Nur er darf es halt nicht sagen. Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.